Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Oftmals verfallen wir einfach in unsere Brille wieder, oder in unsere Sicht. Was ist gut daran, dass du nicht weiter weißt? So there is something within you, which wants to expand limitlessly. Dadurch, dass ich jetzt vegan geworden bin, wie viele Tiere dafür überlebt haben tatsächlich. Was hat das mit mir zu tun, dass ich an einem Partner festhalte, der mich schlecht behandelt und der überhaupt nicht meine Standards erfüllt? Mädchen werden herangezogen zu dem kleinen, lieben, süßen, gib mal dem Onkel einen Bussi, sei mal süß und sei mal nicht so aufmüpfig und sei, ne, irgendwie diese ganzen Sachen. Und dieses in Boxen packen schadet uns alle. When a child expresses an interest in something, to allow them to further walk down that path, I think goes a long way towards trusting their own intuition. Ich glaube, so konnte ich die Scham ablegen, dass ich einfach gesagt habe, was soll denn passieren? Und deswegen kam dann auch das Outing, weil was soll passieren? Einstein said, you can't solve any problem using the same energy that created it, but we continue to do that. We try to end anger with anger, bring an end to violence with more violence. That's the essence of our humanity. To be grateful that I cannot coexist on my own. I exist because of others. I do get upset, I cry, I get angry, I get furious, but I channel that into what can I do to make a difference. Jetzt hast du gesehen, das eigene Leben ist endlich. Was willst du eigentlich mit deinem Leben? Sich wirklich in dem Moment einfach mal die Frage zu stellen, was gibt es eigentlich gerade noch für mich zu tun? Wenn jetzt wirklich morgen mein Leben vorbei wäre, was gilt es heute eigentlich für mich zu klären? Die ganze Welt verändern, das kann keiner. Aber wenn jeder an seinem Platz ein Stückchen Welt verändert, dann wird die Welt anders. Ja. Darauf kommt es an. Rock on and Namaste, deine Laura.